Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Stoneblock. Ja, ich habe es geschafft, ich habe den Spawner wieder gefunden, den ich gesucht habe. Und wir haben jetzt hier Silktouch und normalerweise... Ja, ich bin ein Zombie übrigens, deswegen auch die Zombie-Geräusche und deswegen greift mich auch dieses Baby-Skelett nicht an. Und das hier ist ein Skeleton-Spawner und den nehme ich jetzt mit. Ich hoffe, dass es funktioniert. Yes! Sehr geil. Okay. Haben wir gemacht. Was haben wir hier noch drin? Chance Cubes. Oh, hallo. Oh, ein goldener Apfel. Ja, den können wir immer mal brauchen. Mana Steel, ja, wieso nicht? Uff, ansonsten. Nicht so wirklich reizvoll alles, ne? Ja, egal. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Boah, wir was können. Zack. Guten Tag. Na ja. So. Ja, nur mal so, ich hoffe, man sieht was, ne? Ich bin hier halt irgendwie so reingekommen. Also von da unten, glaube ich, bin ich irgendwo hergekommen. Ja, genau, von hier. Von wo aus dann wieder weiter? Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Ja, man sieht auf jeden Fall was. Wow. Da geht's abwärts. Übrigens. ja. Das sieht auch so aus, als ob ich da mal gewesen wäre, aber da bin ich nicht hergekommen, sondern ich bin von hier irgendwo gekommen. Ziemlicher Sicherheit. Ne? Nee, nee. Jetzt wollte ich zeigen, wo ich herkomme und dachte mir so, ja, das ist einfach. Das war hier gleich ums Eck. Eigentlich echt direkt ums Eck. Eigentlich echt nicht weit. Ah, hier. Nee. nee. Ah ja, genau, das war das Eck. Ah, da muss ich, glaube ich, hier lang und dann links. Oder? Was sieht so falsch aus? Ne, jetzt bin ich wieder da, wo ich gerade war. Ach, keine Ahnung. Es ist so verwirrend. Huch, Mega-Lag. Mega-Lag. Wow. Also, Minecraft schafft es irgendwie, jedes Mal wieder irgendwelche Errors zu verursachen. Ich meine, ob es jetzt an Mod liegt oder an Minecraft selber, kann ich gar nicht mal so hundertprozentig sagen. War ich hier schon? Es sieht nicht danach aus, ob ich hier schon mal gewesen wäre. Wir gucken mal. Naja, wie ihr bestimmt jetzt mitbekommen habt, jetzt läuft wieder regelmäßig Musik. Ist nicht mehr so bedrückende Stille ständig dann. Oder öfter mal. Zwischendrin haben wir halt echt lange Pausen gehabt von den Liedern. Und das fand ich immer ein bisschen schade, weil eigentlich Minecraft hat relativ gute Musik, finde ich. Echt schöne Musik dabei halt einfach. Und dass das halt einfach nicht läuft, ne? Ich meine, kann man doch mal machen, oder? Ich habe übrigens das Auto-Feeding-Dingens ausgeschaltet, weil ich unbedingt diesen Fisch mal essen will. Den ich immer noch nicht essen kann. Ich gehe mal nach Hause. Cobra ist da. Boah. Wir müssen echt was gegen diese... Wo kommen denn die 1000 Bienen her?
Aus, bieten, lasse ganz. Au, lass die ganz. Ich glaub, du spinnst. Hier. Guck doch selber hier. Ach so, deswegen fliegen die überall in der Base rum. Ja. Ach du Schande. Okay. Ich krieg aber die Waben jetzt raus. Ich hab Biasit. Da gibt's irgendeine Minecraft-Mechanik hier. Bestimmt. Nein, hier, schau hier. Wo ist er denn da? Hier, auf dem Boden. Ja, mein Inventar ist voll. Ja, gib mal halt mal irgendwas. So Cubes jetzt hier keine, das kann ich vergessen. Da steht drauf, mit Rechtsklick kriegst du die Waben raus. Also, ja, wie? Ich so, ich hab hier sind. Oh. Da wurde Honig tropft. Dann passiert ja gar nichts. Ja, eben. Sind das vielleicht die falschen? Warte mal, das ist von Resourceful Bees und der Beehive ist von Minecraft. Ja, also ich kann nichts anderes bauen, ich brauche überall Binnenwaben. Ist es doch das wie Problem, konnte man ich habe. Dann keine andere bauen. Weil ich überall Bienenwabe brauchen. Wenn wir mal einfach einen Hopper drunter stellen vielleicht? Keine Ahnung. Sekunde, was machst du hier? Können wir die Bienen nicht irgendwie ein bisschen einsperren? Wie will ich die einsperren? Die fliegen wild rum. Ja eben, einfach eine Tür halt. Ah, die Trichter heißt es, ich bin in Deutsch. Möchte ich einen genommen oder was? Ja, ich hab gerade einen raus. Kiste habe ich aber gerade nicht, aber naja, gut, ist egal. Ne. Ne. Okay. Vielleicht. Jetzt hat er doch einen Chance Cube gestellt. Ich hab keinen Block, ich muss irgendwie nach oben gehen. Weil oben geht auch nichts, oder? Ne. Okay. Jetzt kommt mal da hinten, wo der Büsche fackelt, da ist eh so dunkel. Nicht ab. Den Beehive? Ja. Nein, den da hier. Achso. Soll ich? Aber die Zahl als 6, die ist meistens scheiße. Ja, wie schief Kinder alles explodieren kann, selbst wenn TNT rauskommt und ein Helm. Oh. Cover me with Diamonds. Baut er sich eine Full Iron und dann hat er noch einen Dia-Helm dazu. Das ist ja Wahnsinn. Alle mit der scheiß Biene, wenn einfach einen Stock abbauen, dann werden wir auch machen die Biene bei Plan, das gibt aber nichts. So, hau ich den mal hier hin. Ein Bedrock, um den komische Partikel fliegen. Was wird er machen? Open the chance cubes. Lootbox to get some collectibles. Okay. Ich weiß nicht einmal, wo du bist, deswegen. Ich bin wieder in der Farming-Welt. Ich weiß nicht einmal, wo in der Farm bin, deswegen. Belaber. Ich weiß nicht einmal, wo in der Farm bin, deswegen. Netherite. Legendary Shiny, okay. Ach, so weit weg bist du, okay, in Ordnung. So weit weg? Hier ums Eck. Hier ums Eck, ja, für mich ist es extrem weit weg. Reinforced Iron Boots ankommen. Okay, die sind tatsächlich besser als die. Chainmail. Rare. Whatever.
6, 3 und 1. Achso, ich habe auch keine Hose an. Na dann. Ach, übrigens, ich habe einen Spawner gefunden. Hm. Mir egal, ich habe Probleme mit den Bienen. Das ist wichtiger gerade. Hier, guck mal. Ja, ein Spinnenspawner, ja. Nein, Skeletten. Ah, okay, Knochen. Ja. Aber gut. Können wir mal auf Lager legen. Wir brauchen es ja momentan nicht unbedingt. Vielleicht kann man da irgendwie ein Wisser-Skeletten rausbekommen, vielleicht. Ich muss gucken, dass ich mit dem Honig es irgendwie geregelt bekomme. Ist ja mal lieber. Oh! Für die Bienen braucht man den auch, sehe ich gerade. Was? Für die Dungeon Bee braucht man einen Spawner. Ja, gut, ja, aber guck, wir haben ein Bienenproblem. Ja, hier fliegen aber Bienen rum, ist mir eigentlich egal. Manno. Ich weiß zwar nicht, wie man die breedet, aber naja, egal. Krass. Ich leg den mal da hinten vielleicht mit in die Kiste auf Lager. Gott, ich muss hier mal ausmisten. Iron Sword. Cool. Wenig Shit. Oh, ich kann es vermehren. Meine Erde. Dann ist er immer meine Erde. Ein bisschen leiser machen, glaube ich. Perfekt. Muss ich. Immer noch ein bisschen leiser. Oh shit, was braucht das für? So glaube ich besser. Untergrund. Strings. Ah, ich habe noch keinen Behälter für Strings, ja? Sollte ich mal noch machen. Habe ich das mit? Warte mal gucken. Nope. Warte mal, bin ich denn blöd? Okay. Doch, also, ja. Joa. Machen wir noch drei. Machen wir noch drei dahin. Wobei, will ich wirklich die dahin machen? Ich weiß nicht. Ja, wir machen es jetzt erstmal. Warte mal, was macht denn White Wool hier? Ach, das war wahrscheinlich mal leer und deswegen hast du das dann da rein. Ah, deswegen hatte ich keine... Ah, das gibt Sinn. Weil die nicht gelockt sind. Aha. White Wool ist natürlich ein Schwachsinn, wenn da drin ist. Ja, jetzt ist es wieder da drin. Toll. Potato zum Beispiel. Die kann man da mal reinlegen. Genauso wie Karotten. Die kann man auch da reinlegen. Was kommt noch vielleicht relativ regelmäßig raus? Eisen vielleicht, ja? So. Das wird es irgendwo alles schon hinlegen. Ach ja, ich habe noch was mit. Komm, wachs mal Gras. Gras, wachse mal endlich. Ich brauche Gras. Rauche Gras? Ja, ich warte ja schon hier. Ich dachte, du hast mit Rauchen aufgehört. Nein, hier, Gras, hier. Hier, guck mal. Ja, jetzt, ja. Ist das? Ein Fisch? Ja, und jetzt? Kann man essen, ja? Der war in deinem Reaktor drin. Okay. Was macht der im Reaktor? Oh, keine Ahnung, der ist halt da rumgeschwommen. Dann habe ich ihn halt einfach mal mitgenommen. Stimmt, ich kühl ja mit Wasser. Denn sein Nachbarfisch, der ist leider gestorben, weiß ich. Reaktor eingestellt habe. Ja. wurde ja gebraten. Nein, das nicht. Ich habe ihn roh gegessen. Okay. Machst du mit Wasser? Wenn ich Tim mir alles runter, wenn da drin mal Tintenfische kommen. Oder ich dachte mir, was macht dann einmal mit dem Fisch? So, okay. Thema Reaktor. Ja, der läuft ja gar nicht. Wir könnten den hier jetzt mal abbauen vielleicht, weil
Oder wir lassen ihn stehen, eigentlich ist egal. Eigentlich ist egal. Ich brauche einen Bienenstock von Minecraft, den habe ich ja. Und dann geht's weiter, dann brauche ich den nächsten Ding, da brauche ich aber Honigblöck. Und Honigblöck kriege ich nur mit Waben aus Minecraft. Ja, toll. Gibt's da nicht ein Apiary oder wie? Gott, wie ist denn die Bienenmechanik? Ich weiß es nicht mehr, es ist zu lange her. Und Honig-Dings kann man auch machen. Blumen, ja. Ich weiß nicht, ob du da die Dirtbienen einfach musst. Keine Ahnung. Beehive. Steht da was dazu drin vielleicht? Ein stinknormaler Minecraft-Blöcke. Normalerweise baut man die doch ganz normal ab, oder? Naja, also ich würde den Beehive mal nicht abbauen, weil ich behaupte, man hat die irgendwie anders rausbekommen, die Bienenwaben. Ich weiß noch nicht mehr wie. Da gibt es irgendeine Mechanik dazu auf jeden Fall. Ich guck mal nach, warte mal. Ich weiß wieder, wie es geht. Mit dem Schaber, ja? Mit Scheren. Mit Scheren, das ist neu. Ja, ich glaube, das war mit Scheren. Mir ist es nicht direkt eingefallen, aber ich habe dann was gelesen und dann habe ich gedacht, halt, das war, glaube ich, mit Scheren. Ich versuche mal. Aber dann werden die aggressiv auf mich und stechen mich. Dann muss ich die vielleicht töten, also dann sind die tot. Aber keine Bienen. Ach, hast du gemacht? Doch, habe ich, ja. Und geht, ne? Ja, so draußen, ja. Ah, perfekt, geht. Jo. Man sollte das vielleicht anders machen. Ja, ich weiß, man kann es auch betäuben, ja. Ja. Aber dazu brauche ich halt auch erst nämlich Dingsbums, deswegen. It killen, du! Warum killst du die? Weil die aggressiv sind. Nein, die werden wieder normal. Nach der Zeit. Da habe ich keine mehr und dann haben wir keine Bienen mehr und dann haben wir das nächste Problem. Aha, die kommen schon wieder. Da hinten haben wir unseren tollen Dirt. Okay, hier sind aber gerade keine Bienen mehr, komischerweise. Nein, die kommen nämlich auch keine mehr, deswegen. Die kommen ja gut, wieder. Vielleicht weil zu viele Entities hier sind. Okay, also wir haben Uraniumoxid-Kuh, eine Biosprit-Kuh, eine Experience-Kuh, ja, eine Wasser-Kuh. Das, was man für einen Reaktor braucht, aber keine Kuh. Was bist du? Refined Fuel? Okay, was auch immer. Außerdem, ich glaube, die Herbizid? Warte mal, Herbizid? Das ist doch eine Pflanzenschutzkuh. Tja. Okay, interessant. Nice. Wie bekomme ich ein Lagerfeuer? Warum nur über den NPC? Warum das? Im richtigen Minecraft kannst du ihn bauen. Hier kriegst du ja, man kann ihn auf jeden Fall bauen, irgendwie, ja. Nee, du kriegst ihn über einen NPC. Egal wie ich schaue, NPC, NPC, NPC. Okay. Ist das wirklich nur so? Mal gucken. Vielleicht ist das Rezept noch nicht drin. Ich guck mal. Ich brauche zwei Hühner und ich will wirklich keine Nox, Kohle und Sticks. Vielleicht ist nur das Rezept hier, nicht drin. Hier. Wie viel Honig hast du noch? Drei Waben. Oben liegen auch noch zwei, komm mal mit hoch. Kann neun. Ach doch, ich hab's. Acht. Oh, haben wir keine Sticks mehr. Nö, kann man tatsächlich nicht craften. Richtig, frag ich doch. Geht tatsächlich nicht. Fisherman. Okay, vom Fisherman könnte man das schon Level 2, aber muss der sein. Okay, also. Das ist natürlich ungünstig. Ja, ich habe ja schon Fischer, aber da eben kein Ding. Aber Level 2 hat nichts rausgerückt. Das war mein Problem.
Ach ja, und ich habe am ME-System ein bisschen herumgespielt, während du nicht da warst. Das machst du am liebsten, das weiß ich doch. Honigblock, ach fuck. Ja, wenn du nicht da bist, oder wenn keiner da ist, ist es halt am einfachsten, weil dann muss man nicht aufpassen, dass mal irgendwas in der Zwischenzeit nicht geht. Honigblöcke brauche ich, ach du Scheiße. So, Ach und Mann, oh. zwar habe ich die Kisten hier mal angeschlossen. Damit ich die Kisten anschließen konnte, brauchte ich hier ein Dance-Cable, weil hier sind schon 6 von 8 Channels belegt. Ach Mann. Das wäre dann nicht gegangen. Also habe ich ein Dance-Cable genommen, das hier über den Tunnel geht und halt hier wieder nur einen Kanal belegt. 32 Kanäle hier direkt dran, geil. Also könnte man da anschließen. Okay. Es sind gerade 10 belegt, also hier ist auch einer drauf, der geht zum Also Reaktor hoch. Bienen ist auch scheiße, boah, ja, 50.000 Hier Bar. hin. Und hier wird Hilorium Okay. geexportet mit einer Crafting Card. Und die sorgt dafür, dass die halt immer mindestens ein Hilorium drin ist. Oder was heißt, naja, nicht immer, aber wenn wir welches da haben, dann ist da immer eins drin. Und hier mit den Integrated Dynamics wird dann das hier reingepumpt. Und hier. Ne, hier reingepumpt und da rausgesaugt. So rum ist es. Ah, ich dachte schon. Genau, also da rausgesaugt, da reingepumpt. So rum ist es. Zeigt ja auch der blaue Pfeil oder hier der gelbe Pfeil. Genau. Und wenn. Ah ja, genau. Und hier hinten haben wir auch noch haben wir ein bisschen mehr Hier Integrated rein wie Dynamics. hier. Tank, okay. Und zwar, Kuh wenn. namens Tank ist auch cool, gell? Kuh namens Tank ist auch cool. Achso. Und zwar, wenn der interne Speicher von der Energie höher ist als 75%, dann gibt ihr ein Redstone-Signal aus. Ja, ist dumm, habe ich dann hier wieder negativiert. Also, ich hätte es eigentlich andersrum machen sollen, dass ein Redstone-Signal ausgibt, wenn er unter dem Bereich ist, aber es ist eigentlich egal. Habe ich dann hier einfach negativiert. Es geht recht einfach, man muss nur hier halt eben auf Redstone Low gehen und nicht auf Redstone High. Dann geht das alles gut. So. Und hier schickt ihr dann das Signal da wieder rein. Und dann steht hier Set from Signal. Oh. Warte mal. Das war doch auf On-Off gestanden. Und nicht auf Control Rods. Okay. Irgendwie hat er da irgendwas nicht gemacht, nicht gespeichert. Ich hoffe, der funktioniert überhaupt, der Reaktor. Na gut, werden wir sehen, wenn wir Energie brauchen. Ich hab gedacht, du hast ja, wenn es Boom macht, aber Boom macht. Naja, nee, ich habe es eigentlich ausprobiert, es funktioniert eigentlich, aber irgendwie hat er meine Einstellungen wieder umgestellt. Keine Ahnung, wieso. Und ich weiß jetzt nicht, ob das von vornherein schon so war und ich das halt einfach nur nicht gesehen habe, dass es zurückgestellt hat. Oder ob das jetzt Okay, gib deswegen mal. dann so war, dass ich das negativieren wusste. Na, werden wir sehen. Eine Katze. Eine Grüße. tote Katze. So ist gut. Das Problem ist, die sind halt echt überall. Ja, okay. Genau, und jetzt haben wir halt auch diese CPUs da drin, die automatisch halt hergestellt werden, immer zu. Voll super eigentlich, ne? Werden immer zu hergestellt. Voll gut. Brauchen wir uns nicht mehr darum kümmern. Wunderbar. Und was ich noch machen wollte, ich wollte mit. Warte mal, wir müssen mal gucken. Beach, wir haben doch Plains irgendwo. Plains, hier haben wir Plains. Hier haben wir Plains. Ich meine, das trifft sich gut mit den Bienen. Boah, ich höre deine Kühe bis hier. Hier ist aber Beach. Wo war denn jetzt Plains? Forest? Hä? Beach? Wow, ist das laut bei dir? Hä? Ich höre deine Kühe. Ja, ich wieder Foxe, warum auch immer. Warte mal. Warte mal. Ja. Schreibt man ja so. Ich spiele mal über Boxen, warum auch immer, ja. Okay. Ach so, ja, ich habe das ja umgestellt.
Ich hab den Ton jetzt auch. Warte, ich will ohne Ton. Nee, wird nicht so laut vielleicht. Nature. Gibt's den nicht? Lass mal gucken. Ich glaube, der hieß Nature Kompass, aber ich glaube, den gibt's hier nicht, ne? Ich glaube, den gibt's hier nicht. Naja. Ist der jetzt ein Plane? Hier wäre. Bei Eisenkohlen. Und wie? Alles klar. Wir erinnern sich an die 15 Eisenkohlen, gell? Ich hab's auf einmal versucht zu zählen. Bei 12 habe ich auch gehabt. Ist jetzt hier? Jetzt ist hier Beach. Beach. River. Beach. Also ich weiß nicht. Plains. Halt, Beach. Stopp, stehen bleiben. Halt, stopp, habe ich gesagt, stehen bleiben. Ja, mal was anderes. Fleisch. Danke. Ja, da Diskette im Rucksack, weiß ich noch alles. Ja, die Diskette habe ich im Rucksack, ja. So, der Rucksack ist gut, weil da kann ich meine Power-Sachen auch wieder aufladen damit. Okay. Oh, da habe ich eine dicke Energiezelle drin, die 25 Millionen Energie drin hat und da kann ich dann schön aufladen. Sehst du das Winterport da hinten? Hm? Holst du es bei den NPCs? Ach, ich guck nur, wo hier wird manchmal Beach angezeigt als Biomes und manchmal Plains. Ja. Das ist sehr komisch. Ja. Jetzt weiß ich nicht, welches Biom das dann tatsächlich ist. Jetzt wieder, jetzt direkt umgesprungen. Ich habe mich nicht bewegt, es ist umgesprungen auf Beach. Warte mal, kann man das hier irgendwo sehen? Ja. Unter F3 meine ich Beach, okay. Plains. Okay, es springt da in der Karte aber später um. Und hinten haben wir noch unterm Ozean. Warte mal. Ist das hier wirklich Plains? Jetzt sehe ich es wieder nicht mehr. Hier, wo ich bin, ist Beach. Hier ist Beach, ja, genau. Und unter Ozean haben wir auch noch. Unter Wasser. Plains? Hier unten gibt es Forest. Plains. Hier unten gibt es alle Biome, deswegen. Warum? Wege? Warum? Weshalb? Müsste ich das hier hin machen vielleicht? Vielleicht einfach oben drüber oder so oder unten drunter? Ja komm, ich mach's oben drüber. Was denn? War ich wieder vor? Ach, was ausprobieren. Weil das in Minecraft Garden of Glass funktioniert hat. Wobei, ich weiß nicht, ob wir das unbedingt überhaupt dann brauchen, aber naja, man kann es ja mal ausprobieren. Ich sehe halt null. Was auch immer hier war, es ist jetzt tot. Ich hab's nicht mal gesehen, was es war. So. Na ja, komm. Das geht schon, so. Aua, scheiß Loch. Warum ist da ein Loch? Hm? Warum ist da ein Loch? Das darf jetzt wahr sein. Hast du wieder Löcher gefunden? Ja, von dir, ja, was denn sonst, ja? Du hast Löcher über keine. Hä, wieso hab ich Nee. Doch, da war das größte Loch und ich laufe da ganz normal und bumm, mit der Ding. Da bin ich hier unten, kann ich gerade ausleuchten, ist auch recht. Hä? Da ist doch überall ausgeleuchtet. Nee, da ist ab und zu immer rote Dinger. Keine Ahnung, wo du die siehst, also bei mir ist alles ausgeleuchtet gewesen. So, wir kommen jetzt wieder hoch. Zack, ich hab doch keine Blöcke dabei. Leck mich doch, du und deine scheiß Löcher. Muss das Loch da sein? Welches denn? Na
Strom kann ich ja machen, stimmt ja. Ach, das ja. Da kommt man doch raus. Man muss einfach nur hochspringen. Ich hit, komm mit raus. Hier, guck. Ich kann nicht so hochspringen. Ich bescheiße jetzt so wie du. So. Jetzt muss ich natürlich da wieder hoch. Wie normal Minecraft, ohne zu bescheißen. Ja, naja. Das ist Botania. Na guck. Ja, ich will Minecraft mit Botania. So, und jetzt. Die G-Biene bringt genau dasselbe Dings wie die andere auch. Okay. Huch. Da wollte ich ihn reinlegen. So. Down 1, 3, 3. Die bösen Bienen stechen nur einmal und kein einziges ab, zweites Mal. Abmachen wir mehr. Wenn sie aggressiv sind. Achso, 16 mal 16 ist Maximum. Achso, okay. Dann machen wir es so. 9, brauchen wir 9? Nee. Oh. Oh. 4, 4 vielleicht. Die Biene kommt zu dir hoch, gell? Das ist ein Loch, du Schlaumeier. Naja, da bin ich gerade drin, hier oben. Ja, ja, Biene kommt hier hoch. Psst. So, welche Richtung? Ich glaube, ich gehe mal in die Richtung einfach mal. Nächste hoch. Psst. Na, hier ist Beach. Plains. Plains ist genau hier. Das ist super doof. Lass mal noch gucken. Ja, Plains geht ein bisschen in die Richtung. Okay, gut, passt. Aber ich muss höher gehen, sehe ich gerade. Wobei. Ja, ein bisschen wäre ganz gut. TNT nehmen. Keine Klappe hin, aber da ist die Biene gerade zu dir hochfliegen. So. Oh, ne Falltür. Oh, ne Frage. Ja, werde ich glaube ich echt machen. Eine Tür. Hey, ich nehme alle Bienen bei dir um so. So war das nicht geplant. Katze. Zack. Ah, ich kann dich jetzt schlagen, Katze, neben Golem. Das klappt leider nicht. Weil NPC saut. Okay. Ist auf jeden Fall hoch genug für Bäume. Mehr als das. So, jetzt brauchen wir Beach. Schauen wir doch mal. Gleich mal die, die Dinger hier abstecken. Wo ist denn Plains? Plains. Hier. Hier ist Plains, da ist Plains. Hier ist überall Plains. Neun. Ne? Forest. Also hier ist Forest. Da ist Plains. Beach. Okay, also passt. Hier ist Plains. Okay, sehr gut. Und wie lange war ich gestern am Boden? Ich weiß es nicht mehr. Zu lange. Okay. So, dann holen wir uns Dirt. Haben wir Dirt dabei vielleicht? Nein. So, not eaten. Jetzt haben wir eaten. Brauchen wir eigentlich nicht mehr, oder? Vorerst auf jeden Fall nicht. Compressed Cat ist da unten. Wenn du die kaputt machst, dann kommen 1000 neue. Was ist was neue? Neue eine was? Komprimierte Katze. Okay. So, jetzt ein bisschen Dreck. No. Komprimierte Katze, wo ist er? Ich kill. Bei den Bienen. So. Wo ich den Fisch, dann könnte zähmen, dann könnte killen. Kann die auch so killen. Schade.
erledigt. Ah, okay. Und wie viele Katzen sind gekommen? Keine Ahnung, ich kill sogar die meisten. Weißt du, wenn die sich selber in die oh. Falle begeben? Ich frage mich. Hier rennen auch so an die 8 rum. Lass mich raten, du hast aus der Botania-Kiste mein Gras geklaut. Ja, ja, ich mache ja gerade Neues. Ich mache gerade Neues. Ich bin gerade vermehrt. Nebendran. Ich brauche nämlich 4 Bienenstöcke. Wenn eine Katze sehe ich, kann ich ruhig kriegen, gell? Oh ja, ihr da, dein Rennen ist gut. Sieht halt echt null. So schlimm finde ich. Der hintere Renner, das ist perfekt. So. Okay. Weißt du was? So. Wenn das ein Tierschutz damit kriegt, also Katzen killen durch. Naja. Dann kann man immer wieder sagen, Katzen sind doch gar nicht erwünscht in Deutschland, weil die greifen doch die Vögel an und die seltene Haselmaus und die muss man doch schützen. Funktioniert, glaub mir. Okay. Das sind Tierschützer. Ja, egal. So, jetzt habe ich natürlich keinen Baum dabei. Nee. Macht nichts. Ich brauche Botania-Zeugs auch. Ich muss so nochmal nach unten. Und zwar brauche ich mindestens 2 Mana-Pools. Mana-Spreader. Wir hätten schon 50 Gras im Bausch. Oh, warte mal noch. Ich brauche noch eine Pflanze. Ich brauche... Oh. Okay, das ist nicht so einfach. Okay, das ist nicht so einfach. Ich brauche auf jeden Fall dann auch oder irgendwas anderes. Das geht auch. Show, was ist denn das hier? Und Dirt? Dirt, wunderbar. Haben wir noch? Okay, Wolle haben wir jetzt nochmal. Ich weiß nicht mehr, wo wir... Eisenblock. Ich schon etwas anspruchsvoller jetzt. Zunk. Oh, jetzt essen wir das hier, weil das haben wir auch noch nicht eaten. Jetzt haben wir es eaten. Ich warte mal drauf, dass noch ein Herz mehr wird, ne? Aber irgendwie wird es nicht mehr. Es kommt, glaube ich, echt darauf an, wie ausgewogen man sich hier ernährt oder so. Ne? Man konnte doch... Nicht, dann werde ich das als nächstes automatisieren. Relativ einfach, na egal. Wo war das jetzt? So, jetzt haben wir das auch eaten. Dann können wir das da wieder reinwerfen. Und das da. Und dann macht er irgendwas. So. No. Botania. Wir brauchen ein paar Blümchen. Wir brauchen ein paar Blümchen. Vielleicht auch eine Kohleblume? Ja. Weil, wenn wir einen Ofen nehmen, wir könnten das mit Botania allein automatisieren eigentlich. Na ja, komm, nee, mach nicht. Okay, wir produzieren gerade mehr Mana, als der Mana-Spreader wegbringen kann. Beziehungsweise sind ja die sowieso auf den Mana-Spreader gelinkt, der voll ist. Ja, okay. Also wir müssten, wenn wir wollten, dass das weitergeht. Aber wir haben sowieso wahrscheinlich wieder... Oh Gott, wir haben 1000 Kohle hier drin. Wir haben viel zu viel Kohle. Bauxit-Ohr. Okay. Also, wir haben Kohle, haben wir ohne Ende. Das heißt, wir müssten hier mal noch Kohle oben drüber stellen. Haben wir noch hier. Einen Drawer. Habe ich da ein Output oder habe ich da ein Interface? Wenn ich ein Interface habe, ist es kein Thema. Ich habe ein Interface. Passt. Okay, dann steuern wir da mal Kohle ein.
So, und fürs Bauxit brauchen wir nochmal ein Upgrade. Wo ist es, Bauxit? Ja, ist noch nichts drin. Okay. Ach so, geht ja nicht. Muss ich ja hier eingeben. Muss ich mich echt dran gewöhnen. Ist richtig cool, dass du da hinten dort hast. Kann man immer, wenn man gerade die Ader machen muss, kann man immer gerade holen. Ja, ist mir auch schon aufgefallen, dass das ganz cool ist. Eigentlich wollte ich das gar nicht, aber... So. Ja. So. Hätten wir auch das. Wunderbar. Erledigt. Was? Wir haben halt echt mittlerweile genügend Kohle. Wald? Was? Hm? Hä? Was machst du? Ich hab doch keine Kohle, ich hab doch... Hä? Das ist eine Koboldpflanze. Nein, ich hab Stahl gemacht. Stahl? Ja. Das sieht nicht nach Stahl aus. Ich hab mit Stahlbarren habe ich gearbeitet. Hallo? Ich habe Stahl, Blau genommen und Stahlbahn, so wie so, es heißt. Und dann kommt der Kobalt raus. Ich tu mich verarschen. Hm. Hallo? Du brauchst die von Immersive Engineering, die Stahlbahn. Wir haben die von Mechanism. Okay, jetzt haben wir aber schon Kobalt. Kobalt haben wir auch nicht, oder? Nein, müssen wir aber erst noch alles anschließen, automatisieren und so weiter und Drawer einrichten und so. Aber ja gut, kann ja erstmal die Kiste voll machen, ist ja erstmal egal. Also brauche ich die anderen Stahlbarren, okay. Ja, du brauchst die von Immersive. Das geht mit dem Blast Furnace von denen. Ah je. Das ist ein bisschen aufwendiger. Ich brauche Stahl deswegen. Ist das Blast Brick? Ich denke schon. Magma Block. Können wir machen? Ich mach schon. Achso. Okay, du weißt, wie der Blast Furnace von Immersive geht. Ich muss erst schauen, deswegen. Okay, dann kümmere ich mich um das, was schon brauche ich. Was der Mod brauche ich? Immersive, oder? Den Mod Immersive Engineering brauchst du. Ich darf auch alles in der Mecha missen. Hallo? Hier, Functional, bin ich blöd, ne? Wir brauchen etwas, das das hier vielleicht? Is this low growth or crops is a problem, is a feeding of mana. Natural fertilizer, causing nearby plant life to grow faster. Ich glaube, das ist das, was ich brauche. Das ist so kompliziert. Mach halt normal Stahl. Scheiße. Ich glaube, das ist Nummer 1, was ich brauche. Bald ist doch blau, ja. Die Agri. Hä? Und jetzt unten ist wieder Stielessenz. Ja, was jetzt? Was? Und die Stiele sind. Nein. Doch. Guck doch. Macht man im Blast Furnace. Nee, guck doch selber doch die Blume. Ist eine Kobalt. Okay, ich schau mal. Ist eine Kobaltpflanze, ist aber wiederum Stiele sind. Warte mal. Guck doch in Kiste rein. Warte mal, das ist trotzdem das von Immersive dann? Ja, okay. Ja. Welche Kiste soll ich gucken? Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay, in Ordnung. Achso, kommt trotzdem die Lizenz raus. Okay.
Ach so, da kommt trotzdem Stilesens raus. Ja, eben. Ja, okay. Du hä? Leicht ein bisschen weird, aber okay. Eben, ich so, ja, was jetzt? Also, doch, das Da ist stimmt was doch. nicht. Okay, gut, ja, haben wir das auch geklärt. Eben, ich so, hä? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, oh, da kommt jetzt Kobold raus. Ich auch. Und wenn Stilesens machst, dann kommt Kobalt, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Er müsste ja gerade probieren, oder? Halt, Ich kann es ja. ja mal ausprobieren. Haben wir so viel Kobold da, dass wir das ausprobieren können? Ich weiß nicht. Kam immer nur beim 7, glaube ich, raus, ne? Kobold. Vier Stück brauche ich ja. Aber Hämmer. Ja, haben wir. Haben wir. Wir müssen es nur einschmelzen halt. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Das ist ja. Okay, und ich habe vergessen, wie die Blume heißt, ne? Vor lauter. Hi Kobalt. Ah, hier haben wir doch Kobalt hier. Ja. So, diese hier bitte. Was haben wir hier überhaupt alles? Dissolution Chamber? Ja, Was macht okay. die? Machen wir mal weg. Blutextractor machen wir auch mal weg. Eigentlich die Mining-Kiste oder halt, wo fertige Material ist, nicht die AMME. Ja, es ist nicht am ME, ja. Okay. Müssen wir mal irgendwie noch vielleicht importen oder so? Mich gerade hingegangen, macht nämlich gerade leer alles deswegen. Den haben wir auch schon. Auch. Das darf ich Okay. nachher mit meiner Schwester, meinem Schwager in Wald Holz holen. Oh, jawohl. Komm jetzt. Ich die Dinger Imports. raus, Ruhe, das weiß ich gar nicht. Ah. Ah, ich hätte mir noch einen Slime einfangen sollen. Dann hätten wir den auch züchten können. Ah, eigentlich brauchen wir noch einen. Da muss ja noch mal so ein Dings nehmen, so Zeug. Sag schon, so mal wieder vorher, gell? Wieso Zeug? Die Puppen, gibt's hier auch Slime? Nee, Ach so, Lollis lutschen. ja. Ja, müssen wir schauen. Vielleicht kommen wir da auch anders ran. Bestimmt. Nur eine Farm mit Lolli, gell? Man kommt da bestimmt auch anders ran. Das darf, da, ja, hier. Genau, Kaktus. Mit Kaktus kommen wir ran. Wir müssen nur Kaktus anpflanzen. Geht. So habe ich Kobalt. Brauche ich nur so einen Pflanzentopf, wenn wir einen So. haben irgendwo? Habe ich noch? Ja, nicht mehr so viele, ne? Oben ist wahrscheinlich keiner mehr frei, oder? Nein, aber ich hab doch ja eben einer. Alle weg, kannst du da wieder mit? Oh, da steht das Kobalt. Die Kobaltpflanze, okay? Und die gibt es, was gibt die jetzt? Was anderes so? Jetzt guck ich mal, was Kobalt gibt. Wie das Kobalt auch wieder Stahl gibt. Ich muss mal einen Kaffee machen. Aber bei der Mutter dann Linsensaft unterholen, oder? Halt, ich muss Fleisch essen, was anderes wie ein Dorn ist. Zick da. Fleisch. Ja, haben wir doch Fleisch. Da unten. Eine Runa rum, okay. Klasse. Sollte jetzt. Ja, sieht gut aus. Das ist die Holzkiste, okay. Ist. Mein Fleisch wurde mitgenommen. Sieht gut aus.
Fertig, sollen wir es laufen lassen oder nicht? Gerade momentan brauchen wir es nicht unbedingt. Also, ich meine, die Klumpen brauchen wir sowieso nicht. Wenn, dann brauchen wir es in flüssiger Form. Weil die Klumpen, also wir können das herstellen. Oder? Warte mal. Okay. Ja, das ist ein Maler, aber geht er ja überall? Das ist nicht das Problem. Das ist, kann man daraus noch irgendwas machen? Hier, das hier. Was ist das hier? Nee, das ist einfach nur Fuel, ne? Mit dem Plastik. Ja, okay. Also alles, was wir da draus herstellen können. Wir haben Plastik-Seeds. Wir können die zwei unterschiedlichen Sorten Plastik herstellen. Müsste gehen. Hier, lass mal gucken. Ah nee, gibt nur eine Sorte Plastik, ne? Aber geht. Die eine Sorte können wir herstellen. Das geht. So, jetzt diese Pflanze. Redstone und Gras. Gut, also, dass wir kein Gras mehr hier haben, sondern hier. Können wir mitnehmen. Sonst suche ich mir da immer einen Wolf. Und ich meine nicht meinen Arbeitskollegen. Ey, machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Bruno Spring. Okay, wir brauchen dreimal Saplings, einmal Wheat, Rune of Water. Oh nee. Ai. Also jetzt? Na, runter Klo. Muss ich echt noch einen Keller runter. Nummer 3? Das ist eigentlich egal. Wir brauchen auch wahrscheinlich noch ein bisschen Eisen, schätzungsweise. Schätzungsweise, ich weiß nicht. Miau, miau. So. Also Rune of Water. Geht wie? Bone Meal, Sugarcane und so, eine Angrute. Fishing Rod. Oh, die ist schon gebraucht, aber cool. Dafür können wir die noch nutzen. Okay, was brauchen wir dann sonst noch? Für die, auf jeden Fall drei Säpplinge und Dingens. Nether Brick, Nether Warts, Gunpowder nochmal. So. Und dann haben wir auch das, oder? Ja. Dann brauchen wir noch die drei Säpplinge. Ja, klar. Oh, die haben wir nicht angeschlossen oder noch nicht angeschlossen. Tank. Irgendwie. Und einmal Wheat. Haben wir irgendwo Weizen? Ja. Ja, Martik. Okay. Gut, dann lass mal reinlegen. Was ist das von der Droge hier? Ach, diese Fluid-Speicherzelle ist ja von der Droge. Okay, dauert ein bisschen. Man sollte schon fast einen zweiten davon bauen, ne? Wir bauen direkt einen zweiten davon, wenn es geht. Runic Alter. Ah, warte mal, warte mal. Willst du Kaktusgrün hier auch irgendwo? Wir können Kaktus herstellen. Hier mit diesen, Pflanzendingern. Und? Ich denke nur mit den Pflanzendingern. Ja. Wie ein I-Stahlträger anordnen. Yes. F. Ja, okay. Keine Ahnung, wie soll ich denn das hier? Hm?
Ja, alles gut. So. Okay. Muss brennen, brennen, brennen. Ich soll mal die Pouch machen, ne? Die Flower Pouch. Wohl, wohl und irgendwas. Warte mal, haben wir nicht mehr. War ja aus, aber ich habe ja zum Glück String angepflanzt. Hoho. So, eine Fluid-Speicherzelle, gell? Habe ich gemacht. Okay. Ja, 60. Welches speicherst du drin? Latex will ich speichern. Ach so. Oder willst du speichern? Uff. Ich weiß nicht, wie es geht. Deswegen. Ah, das bekommst du schon hin. Ich frag mich gerade, warum ich. Ah, ich leg dir ein weißes Ich leg dir mal ein ME-Kabel hin, das jetzt an den du anschließen kannst. Der ist nicht leer. Wärme. Oder ich habe noch eins. Klemme. Eins habe ich noch. Schauen wir mal. Flüssigkeiten. Wo kommt er denn raus? Hier irgendwo kommt er raus. Ach so. Ja. Hier haben wir noch Channels frei. Da können wir da drauf gehen eigentlich. Ach so. Ah, ich müsste das von Dingens da ja rausleiten, ne? Ja. Ja. Okay, ich baue dir das. Oh. Dass das ins ME gezogen wird. Ja, mach ich so. So. Ich sollte mir die. Ja. Keine Ahnung, wie er das hier eingestellt hat. Ja, ich kümmere mich. Nee, das ist hier gefüllt, ja, die Kapierset. Keine Ahnung. Hier haben wir doch so einen Kanister, aber der wird jetzt voll, weil da unten irgendein komischer Anschluss ist. Keine Ahnung. Ja, im Moment. Lausierer. Loch schließen. Zack. Oh, wir haben keine weiße Farbe mehr. So, wir brauchen noch ein ME-Interface. Oh je. Ist schon das, ne? Nee, ist Refined Storage. Refined Storage? Hier, das hier ist es. 20, okay. So, dann lege ich das mal dahin. Also hier in mein Loch reinspringen. Ich hab's doch dort zugemacht. Nö, das da hinten, das ist noch offen. Ach, das kannst du hinten. Konnte doch irgendwie. Grüne Bohnen. Ach, ja. Ich wollte ja einen Kaffee machen, ein Stück Linsertorte, bevor wir in den Wald gehen. Stimmt? Hehe. Hehe. Da ist er weg, glaube ich. Oh, oje. Eine Stunde. Ich sag Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Eieiei. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.